Hallo, mein lieber Steinbock. Ja, ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal das Highlight für den Steinbock im November an. Und natürlich kann es sein, dass du den Steinbock auch im Mond- oder Sonnenzeichen hast oder im Aszendenten. Es kann aber auch sein, dass du hier für einen Steinbock schaust. Genau. Ihr Lieben, wir starten jetzt auch gleich. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du einfach um. Und das Reading ist für den November, aber bitte bedenkt, Zeit ist relativ. Es kann sich auch ein bisschen verschieben, ja? Gut, dann würde ich sagen, starten wir für den Steinbock. Euer Highlight im November. Was ist das Highlight im November für den Steinbock? Oh, wir haben hier den König der Stäbe, wir haben hier die 9 der Münzen und wir haben die Königin der Stäbe. Wahnsinn, okay. Im Unterdeck habe ich hier die 10 der Schwerter und den Ritter der Münzen. Also das Highlight für dich hier im November scheint zu sein, dass du eventuell einen neuen Menschen kennenlernst, ein Mensch aus deiner Vergangenheit wiederkommt. Oder etwas, was sehr, sehr langsam vorwärts ging, jetzt rasant an Tempo zunimmt, ja. Ich habe, also was heißt rasant, aber schon auf jeden Fall, es geht schneller vorwärts, als du es vermutet hast. Ich sehe hier auch ganz speziell ein Treffen im November, wo du eventuell auch eine Entscheidung triffst für einen Menschen gegen einen Menschen. Auch das habe ich. Es kann auch sein, dass du hier wirklich eine Auswahl hast an Interessenten, das nehme ich hier auch wahr und gleichzeitig geht hier, wie gesagt, etwas zu Ende, ja, und das kann hier auch gut und gerne ein Single-Dasein sein. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt wirklich einen Menschen kennenlernst und das matcht. Ich habe hier einen Power-Match drin, König der Stäbe, Königin der Stäbe, das ist ein Feuerelement. Es kann sein, dass du es mit einem Feuerelement zu tun hast oder dass du selbst auch Feuer stark in deiner Chart vertreten hast, ja. Wir haben hier Löwe, Widder oder Schütze auf jeden Fall vom Sternzeichen. Es geht darum, dass es hier auch zu mehreren Treffen kommt. Ja, es kann auch sein, dass die Kommunikation in der Vergangenheit abgebrochen ist oder dass man sich getrennt hatte und dass hier sozusagen eine Reunion stattfindet. Auch das habe ich hier für den Steinbock. Und ich glaube, dass du mega aktiv sein wirst, dass du hier viele Treffen, viele Begegnungen im November hast, ja, mit mehreren Menschen, mit Freunden, mit Familie, berufliche Veränderungen könnten hier tatsächlich auch für dich von wichtiger Bedeutung sein. Das heißt, du schlägst hier eventuell einen neuen Weg ein oder du hattest hier auch mit jemandem von der Arbeit zu tun, ja, wo man gemerkt hat, okay, da ist mehr Gefühl. Und entscheidest dich halt auch einen neuen Arbeitsweg einzuschlagen, damit ihr eure Liebe einfach ohne Getratsche und ohne Redereien leben könnt. Ja, auch sowas habe ich hier für den Steinbock. Ziemlich spannende Legung, wie ich finde. Wir schauen gleich mal weiter. Ich sehe, wie gesagt, hier kommt Aktion rein, hier kommen mehrere Treffen rein und auch finanziell kann es sein, dass du dich hier wirklich verbesserst. Das heißt, hier ist auch ein Geschenk drin, was ich hier reinbekomme, was man dir übergeben könnte im November. Es kann was Materielles sein, es kann aber auch was Emotionales sein. Und für viele wird es so sein, dass das Single-Dasein ein Ende hat, dass man sich hier zu einer Beziehung bekennt. Und hier geht es darum, dass du auch generell ein sehr neugieriger, aktiver, kreativer Mensch bist und auch das im November stark ausleben wirst, ja. Und dazu das passende Gegenstück findest oder schon hast, wie auch immer, ja. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du hier mit jemandem zusammenkommst oder mit jemandem zu tun hast. Ihr seid zwei sehr attraktive Menschen, ihr fallt auf jeden Fall auch im Außen auf, ja, das kommt mir hier auch rein. Und wie gesagt, vielleicht kam hier jemand auch nicht aus dem Quark und das hört jetzt auf, ja. Ihr seid beides sehr dominante Menschen. Ich habe das Gefühl, ihr steht hier auf Augenhöhe. Und ja, hier zeigt sich was richtig Positives an. Sehr, sehr gut. Es könnte sein, dass das ein oder andere beruflich an dir nagen könnte im November tatsächlich, ja. Also da sehe ich etwas, wo du dir vielleicht viele Gedanken machst, viel Stress hast, das kann hier auch sein. Da bist du ein bisschen aufgefordert, wirklich in der Ruhe, in der Stabilität zu bleiben, auch nicht alles dir so oder an dich ranzulassen. Ja, also das habe ich hier für die ein oder anderen auch.
Wir haben hier die göttliche Gerechtigkeit. Hier geht es um ein Gleichgewicht, um eine Balance, die hier reinkommt für dich. Ein neuer Mensch, ein alter Mensch, der jetzt für dich die Entscheidung getroffen hat, hier wieder mit dir in Beziehung zu gehen. Die Entscheidung, sich hier zu treffen und über gewisse Dinge auszusprechen, das nehme ich hier auch wahr. Generell ist hier eine göttliche Gerechtigkeit, ist auch die Karma-Karte, die sich hier anzeigt. Ja, also du bekommst hier Positives, was du gegeben hast, bekommst du eben zurück. Wenn du natürlich ein sehr, sehr negativer Mensch bist und Menschen wirklich nichts Gutes tust, dann bekommst du natürlich auch genau das zurück, ja. Wir haben hier den Drahtseilakt, die Hindernisse werden überwunden, auch wenn es noch so hoffnungslos erscheint. Das habe ich hier auch ganz genau so liegen. Und wir haben hier, der Bach, etwas möchte in den Fluss kommen, Kraft, Stärke begleiten dich und der Ex-Partner. Ich sag ja, hier kann es eine Reunion geben, ja. Es kann sein, dass du jetzt wirklich auch einen ganz, ganz starken Menschen kennenlernst. Jemand, der dir Schutz, Geborgenheit gibt, ja, wo du einfach das weibliche und männliche Prinzip spürst. Auch das habe ich hier und generell könnte es sein, dass du in einer Situation auch bist, auch zwischenmenschlich, beruflich, wo du das Gefühl hast, hier sind Ungerechtigkeiten am Start oder auch Hindernisse, die hier nicht überwunden werden können. Ja, machst dir hier vielleicht viele Gedanken und ich sehe hier trotzdem einen positiven Ausgang, auch wenn der für dich jetzt noch nicht sichtbar ist. Ja, wir haben hier im Unterdeck noch die Wunderkerze. Hier geht es um die Funken, die hier sprühen. Ein Flirt, ja, ein neuer Mensch eventuell auch. Oder wie gesagt, eine Erneuerung. Okay, schauen wir weiter. Ja, Zeit zum Feiern. Also ich sag ja, hier finden wirklich mehrere Treffen statt. Ja, also hier wirst du vielleicht auch wirklich zu mehreren Einladungen oder wirst mehrere Einladungen erhalten. Du wirst hier einen Grund zum Feiern haben. Vielleicht auch ein neuer Arbeitsvertrag, den du hier unterschreibst. Ja, eine neue Partnerschaft oder tatsächlich, wie gesagt, auch eine Kooperation im Beruflichen nehme ich hier wahr. Du wirst hier einen Grund zum Feiern haben und du bekommst ja auch tatsächlich schon Botschaften über das Universum. Das kann sich in Form von Sternschnuppen ganz klar bei dir zeigen, ja, bekomme ich hier rein. Okay, dann schauen wir weiter. Spannende Legung für den Steinbock, ein Heilstein. Wir haben hier den Diamanten. Lernen Sie, sich selbst wertzuschätzen. Sie sind Gottes wertvoller Edelstein. Ja, also du bist hier in den Selbstwert gegangen. Du bist ja auch in die Selbstliebe gekommen. Ja, du hast dich hier vielleicht auch optisch transformiert. Es kann sein, dass du hier viel verändert hast, auch in deinen Umgangsformen. Das nehme ich ja auch wahr. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, du strotzt hier vor Leidenschaft. Und hier wird auch ein Mensch, wo es extrem leidenschaftlich hergeht, ja, also auch viel Sexualität, die ich wahrnehme, ja, viel Flirtereien und du wirst hier auch wertgeschätzt, ja, du funkelst hier wie ein Diamant für jemanden und jemand könnte auch wie, also für dich wie ein Diamant funkeln, ja, also das ist das, was ich hier erstmal pauschal reinbekomme. Der Diamant kann dich grundsätzlich unterstützen, vielleicht hast du einen Diamanten, oder es kann auch für die einen oder anderen sein, dass du hier, wenn du schon in einer Beziehung bist, weil es zeigt sich hier auch an, dass du hier tatsächlich einen Heiratsantrag bekommst oder einen Ring geschenkt bekommst. Ja, muss kein Diamant sein, aber es kann auch sich um ein Schmuckstück handeln, was dir geschenkt wird im November. Okay, schauen wir weiter. Wir haben hier den Buchstaben I, Isabella. Ja, es ist der richtige Zeitpunkt für diese neue Unternehmung. Sie glückt und das Ergebnis entspricht deiner positiven Erwartung. Ja, also es ist wirklich egal, was du hier, wo drin du hier jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen unsicher bist. Ja, ich habe hier wirklich das Gefühl, hier kommt etwas Neues. Hier findet was Neues statt, womit du einfach gar nicht mehr gerechnet hast. Und das soll auch genau zu dir kommen. Und es entspricht deinen positiven Erwartungen. Es kann sein, dass du braune Haare hast, muss aber nicht sein, dunkelblond, braune Haare kommen mir rein. Es kann sein, dass du häufig Röcke oder Kleider trägst. Vielleicht auch einen eleganteren Kleidungsstil hast, ja, auch das kommt mir rein. Schauen wir weiter.
Dann haben wir die Rochelle, der Buchstabe R. Indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Ja, also es geht hier auch darum, dass du wirklich deinem Herzen folgen darfst, ja, und dass du hier, ja, sozusagen dann auch wirklich zu Wohlstand kommst, wenn du dich und dein Herz glücklich machst, ja, wenn du hier auch vielleicht Gelegenheit annimmst, die hier sich zeigen bei dir, ja, und wie gesagt, pass ein bisschen auf, dass es nicht zu viel wird, weil ich habe hier schon einige Menschen, die sich hier für dich interessieren, die hier mit dir irgendwie feiern wollen, sich treffen wollen, ja. Und es könnte sein, dass es dich dann auch so ein bisschen niederstreckt. Das heißt, es kann sein, dass du irgendwie angeschlagen wirst im gesundheitlichen Bereich, dass du dir eine Erkältung einfängst oder ich kriege hier auch den, entschuldig bitte, ich kriege hier auch den Rücken rein, ja. Es kann sein, dass du unter Rückenschmerzen leidest, weil du einfach zu viel gemacht hast. Ja, hier ist so eine kleine Vorsicht drin. Dann haben wir noch den Buchstaben L für dich, Leila. Verbringe Zeit allein in der Natur, meditiere über deine Wünsche und Absichten, bitte die Engel, dir zu helfen, zu einer positiven Sicht zu kommen. Ja, in irgendeiner Angelegenheit hast du vielleicht wirklich die Hoffnung aufgegeben. Ja, und ich sehe, dass du hier wieder Hoffnung haben wirst. Definitiv kommt hier etwas rein, womit du nicht gerechnet hast. Und ja, die Natur kann dich ja auch unterstützen. Es ist auch dein Element, ja, also die Erde ist dein Element. Und ich glaube, dass du generell auch ein Mensch bist, der sehr naturverbunden, sehr familiär orientiert ist. Gleichzeitig hast du hier ordentlich Feuer im Popo im November, das wirst du auch merken. Das könnte auch so ein Aktivitätsdrang sein, den du hast. Viele neue Erlebnisse, vielleicht auch mit einem Menschen zusammen, ja, mit deinem Partner oder mit diesen Menschen, den du dann frisch kennenlernst oder der wiederkommt, ja, neue Dinge erleben. Und da ist so eine kleine Vorsicht, übertreib es nicht, ja. Nutze auch mal die Zeit alleine, ruhe dich aus, gönne dir etwas Entspannendes und die Natur, wie gesagt, unterstützt dich hier auch, ja, in deiner Stabilität zu bleiben. So habe ich das. Okay, schauen wir weiter. Es könnte sein, dass du irgendwas mit dem Hals im November hast, also irgendwie vielleicht Halsschmerzen oder der Halsbereich kommt mir auch rein. Ein Kratzen, Heiserkeit. Höre auf deine Intuition. Ja, seht ihr, ich muss auch schon die ganze Zeit mich räuspern, meine Stimme versagt ein wenig. Das war bei den anderen Readings jetzt bisher nicht so. Höre auf deine Intuition ist hier tatsächlich ganz, ganz wichtig für dich. Deine Intuition wird dich leiten. Du wirst ein Bauchgefühl haben zu einer bestimmten Person, zu einer bestimmten Situation, ja. Und du weißt eigentlich auch schon, dass hier was geschieht, was zu deinen Gunsten läuft. Das kriege ich hier so rein. Genau, ansonsten kannst du natürlich auch die Engel immer um Hilfe bitten und fragen. Ja, also die sind ja auch an deiner Seite. Und wir haben für dich von den Krafttieren die Giraffe bekommen. Liebende Güte. Erhebe und weite deinen Blick. Im friedlichen Werden lösen sich manche Dinge von ganz allein. Also es kann sein, dass du hier dir wirklich sehr, sehr viele Gedanken machst, dass du hier gerne einen Überblick über eine gewisse Situation haben möchtest und dass du hier wirklich auf deine Intuition hören sollst. Ja? Ich glaube auch, dass hier eventuell wirklich das Thema Vergebung eine Rolle spielen könnte bei dir im November. Und es kann auch sein, dass du es mit einer sehr großen Person zu tun hast, ja? Oder auch eine Person, die ja immer sehr überblickend ist, ja? Also du überblickst vielleicht auch diese Person, die Situation oder du verstehst Dinge auf jeden Fall aus einer anderen Perspektive. Das kommt mir hier auch rein, ja? Und für die einen oder anderen kann es wirklich sein, dass du dir viel zu viele Gedanken machst, die dich hier belasten, die dich instabil werden lassen, ja, und das sollst du auf keinen Fall tun, es gibt keinen Grund dazu, so habe ich das hier. Okay, schauen wir weiter mit den Sternzeichen, welche Sternzeichen können hier für dich wichtig sein? Wir haben hier den Stier, wir haben die Fische, wir haben hier den Skorpion. Wir haben die Jungfrau. Wir haben die Zwillinge. Und hier haben wir noch den Krebs. Also für diese Sternzeichen, entweder hast du es mit so einem Sternzeichen zu tun, ja.
Oder du triffst dich mit diesen Sternzeichen oder du hast selber eins dieser Sternzeichen noch häufig vertreten in der Chart, dann kann das hier für dich auch nochmal ein Hinweis sein. Denk immer bitte daran, die Sternzeichen können passen, sie müssen aber nicht unbedingt passen, ja? Auch nochmal ganz wichtig. Okay, dann schauen wir weiter und zwar mit den Charts. Ach nee, wir machen erst noch die Zeitkarten bzw. die Zahlenbotschaft. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Welche Zahlenbotschaft wird hier noch wichtig? Wir haben hier einen Sonntag, die Zahl 1. Wir haben die 22, die 21, die 12. Vielleicht auch etwas mit der Feuerwehr. Kann hier für dich auch wichtig sein, was mir reinkommt. Und wir haben noch die 27, die 71, die 17, der 17.2. könnte auch noch wichtig sein. Und ja, vielleicht sagen dir diese Zahlen was. Ja, ich habe hier wirklich auch ein Ende von Schwierigkeiten, ein Ende von schweren Gedanken, ja, zurück in die Stabilität, die hier definitiv reinkommt. Die 2271 könnte in deiner Telefonnummer vorhanden sein. Die 271 könnte in deiner Postleitzahl vorhanden sein. Ja? Sonntags könntest du mal ein bestimmtes Ritual haben. Und ich habe hier auch das Gefühl, du wirst hier eine Entscheidung treffen. Ja? Also das kommt mir hier auch ganz klar rein. Vielleicht auch, wenn du mehrere Interessenten hast, du wirst dich für einen ganz speziellen Menschen entscheiden. Vielleicht sagen wir die Zahlen etwas. Hier gibt es auf jeden Fall noch Umstände, die hier momentan noch in die Klärung gehen, ja, wo es hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen ruckeln könnte. Das habe ich ja auch für die einen oder anderen. Grundsätzlich ist es hier wirklich in der liebenden Güte auch zu bleiben, ja, auch im Mitgefühl zu bleiben. Und vor allen Dingen werden sich hier die Dinge wieder stabilisieren können, ja. Falls es hier irgendeine Schwierigkeit geben sollte. So, jetzt schauen wir mal, was sagen die Charms noch. Ich habe hier den Tannenbaum, also es kann hier auch tatsächlich bis Weihnachten gehen, ja, oder so die Adventszeit, die Weihnachtszeit. Es kann aber auch sein, dass du wirklich eine Tanne direkt auf deinem Grundstück stehen hast. Wäre hier für dich wichtig. Hier haben wir den Oktopus, hier geht es darum, sich auch von etwas zu befreien, vielleicht auch von diesen schweren Gedanken. Ja, oder sich hier auch an etwas festzusaugen, was sich selber runterzieht. Ja, also das habe ich hier auch, oder du hast es hier auch mit einer Person gehabt, die hier noch eingewickelt war und runtergezogen wurde. Tiefe Gefühle, tiefe Emotionen, die sich hier im November für dich zeigen. Ja, die Musik wird wichtig, das Feiern wird wichtig. Also ich kriege hier immer wieder Feiern rein, Musik rein. Events rein, die du besuchen wirst. Ja, viel los hier beim Steinbock, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es scheint sich hier wirklich auch zu lohnen. Ja, also hier ist etwas sehr, sehr Schönes. Wir haben hier den Schlüssel. Das bedeutet, hier schließt sich natürlich etwas auf und gleichzeitig habe ich hier den Löffel. Das heißt für mich auch, es kann sein, dass du hier wirklich ja, wieder mal viel essen gehst, ja, viele schöne Momente hast. Also der Genuss steht hier an erster Stelle. Und es gibt ja auch Lösungsansätze, wie gesagt, für Situationen, die sich vielleicht ein bisschen schwierig zeigen, ja. Da wird dir aber auch, wie gesagt, ein Schlüssel gereicht, wo du hier zumindest Lösungsansätze bekommst. Und hier haben wir noch die Wolke. In irgendeiner Angelegenheit bist du hier auch ein wenig verunsichert, ja, und auch diese Verunsicherung löst sich auf. Ich habe hier auch ein Klartextgespräch drin, ja, also mit einer Person, das habe ich hier eher so im Beruflichen oder tatsächlich auch in der Familie gesehen, habe ich das so, dass man hier Klartext spricht, ja, falls du in einer Partnerschaft bist, wirst du hier mit deinem Partner definitiv Situationen schaffen, Lösungsaspekte finden, dass man wieder in die Zufriedenheit kommt und auch die Gefühle wieder zueinander wahrnimmt. Ja, das habe ich ja auch. Ja, ihr Lieben, damit belasse ich es auch. Ich finde, es ist ein sehr schönes Orakel. Ich wünsche euch in diesem Sinne natürlich einen wunderschönen November, ein schönes Highlight vor allen Dingen. Ihr habt hier echt mehrere Highlights. Von den Erdelementen bisher wirklich das, ja, beste Orakel, muss ich sagen. Und ja, ich wünsche euch natürlich in diesem Sinne einen schönen November. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.